Ich möchte euch erklären, wie man ein Lernmodul in Elias bastelt. Okay, starten wir mit den Vorbereitungen. Ich habe in Elias eine Gruppe erstellt. Die Gruppe ist einfach eine Untergruppe zu dem ganz normalen Elias-Kurs, wo alle Teilnehmer dieses Seminars eingewählt sind. So, und wenn ich nun auf Mitglieder gehe, sehe ich alle Mitglieder, die auf diese Gruppe zugreifen können. Das bin erstmal nur ich. Jetzt füge ich jemanden weiteren hinzu. Dafür klicke ich in Benutzer rein. Gebt den Namen ein. Elias sucht im Hintergrund schon automatisch nach möglichen Benutzern, die zu dem Benutzernamen passen. Da ist auch schon jemand. Ich wähle ihn aus, sage hinzufügen. Und wenn ich jetzt etwas runter scrolle, das dauert, ja, jetzt macht das. Wenn ich jetzt runter scrolle, sehe ich auch, Elias hat die Person hinzugefügt und sie taucht hier in der Liste auf. Da kann ich so viele Personen einfügen, wie immer ich möchte. Okay, gehen wir noch einmal kurz auf Einstellung. Da sehe ich nun, die Gruppe ist als geschlossen markiert. Das ist richtig, das ist die Grundeinstellung. So kann niemand der Gruppe beitreten und ich kann in Ruhe alleine arbeiten, ohne dass mir jemand über die Schulter schaut. Am Ende des Videos werde ich erklären, wie man Leute zu diesem Lernmodul einlädt. Dazu aber später mehr. Wenn ich nun weiter runtergehe, sehe ich noch weitere Einstellungen. Die ignorieren wir aber erstmal. Wir wollen erstmal nur einen Einstieg in Elias finden. Okay, nun legen wir aber richtig los. Wir sehen, hier ist noch alles sehr, sehr leer. Das wollen wir ändern. Wir klicken auf Neues Objekt hinzufügen. Da ist eine ganze Reihe an Möglichkeiten, was ich alles hinzufügen kann. Tests, Umfragen, etc. etc. Was mich jetzt alles gar nicht interessiert, sondern mich interessiert ein Lernmodul. Darum soll es in diesem Tutorial gehen. Lernmodul Elias hinzufügen. Da klicke ich drauf. Dann gebe ich einen Namen ein. Ich habe da schon mal eben einen Namen eingegeben, deswegen kommt da was per Autovervollständigung. Den Namen wähle ich auch aus. Der Titel kann natürlich später auch noch immer geändert werden. Bei der Beschreibung kann ich dann noch etwas zu meinem Lernmodul sagen und einfach noch ein bisschen Erklärung angeben. Wenn ich das alles gemacht habe, gehe ich auf Anlegen. Das dauert wieder einen kleinen Moment. Elias speichert und ich komme direkt ins angelegte Lernmodul. Und ich sehe, aha, da ist schon ein Kapitel. Wunderbar. Das benenne ich aber auch direkt um. Neues Kapitel soll mein erstes Kapitel nicht heißen. Ich markiere das Ganze und überschreibe das mit dem Titel Vorwort. Da kann natürlich auch alles andere stehen. Vorwort allein ist vielleicht ein bisschen wenig. Deswegen füge ich noch ein paar Kapitel hinzu. Ich kann hier auswählen, wie viele Kapitel ich hinzufügen möchte. Kann das aber natürlich nachträglich auch noch immer ändern. So, jetzt sind die neuen Kapitel da. Ups, was ist da passiert? Neues Kapitel? Das hatte ich doch eben umbenannt. Mist. Okay, ich hätte auf Speichern gehen sollen. Also noch einmal von vorn. Vorwort. Und dann kann ich auch die anderen Kapitel noch umbenennen. Und nochmal passiert mir das nicht. Danach muss ich auf jeden Fall auf Speichern gehen. Aber schreibe ich erstmal alle Kapitel auf. So, man sieht direkt nach dem Speichern oben links in der Navigation, wunderbar, alle Kapitel sind da mit Namen. Ich klicke direkt auf Vorwort, damit will ich anfangen. Da steht neue Seite, eben stand neues Kapitel da. Jetzt bin ich bei den Seiten, denn jedes Kapitel hat Seiten, ähnlich wie beim Buch. Und ich sehe, aha, da ist auch schon in der Gliederung Seite 1, da gehe ich drauf. Die sieht noch sehr, sehr leer aus. Der Titel des Kapitels steht schon da. Jetzt füge ich noch einen Text hinzu. Dafür drücke ich einfach auf OK und kann jetzt einfach was schreiben. Okay, das mache ich jetzt mal zur Überschrift. Dafür gehe ich auf Absatzformat und sage Überschrift 1. Es gibt noch andere Überschriften, 2 und 3, aber das soll die oberste Überschrift werden und damit ist das Überschrift 1. Ich gehe auf Speichern. Es dauert einen Moment, Elias lädt. Und, aha, das sieht jetzt schon mal größer aus als eben. Und das ist nun der Titel dieser Seite. Dann möchte ich noch einen Text hinzufügen. Dafür gehe ich darunter auf Bearbeiten, wähle Text einfügen aus, drücke auf OK und kann jetzt einen Text schreiben. Und wenn ich dann mit dem Text fertig bin, ganz wichtig, haben wir gerade eben gelernt, auf Speichern klicken. Es dauert wieder einen Moment. Die Seite lädt und da ist der Text. Mit diesen Kästen, das sieht jetzt nicht so schön aus,
Aber das ist nur der Bearbeitungsmodus. Ich gehe auf Vorschau und es dauert wieder. Und da sehe ich, so sieht das dann später aus. Noch immer nicht so hübsch, ein bisschen schwarz-weiß alles. Also gehe ich nochmal in den Bearbeitungsmodus, gehe unter den Text auf Bearbeiten und da bin ich nun. Wenn ich nun etwas nach unten scrolle, sehe ich da noch einige nützliche Tipps. Und zwar einmal eine unnummerierte Liste, die kann ich mit einem Sternchen erstellen, eine nummerierte Liste mit der Raute und Überschriften kann ich so machen wie eben, aber das kann ich auch ganz anders machen, nämlich wenn ich vor und hinter meinen Text einfach Gleichheitszeichen setze. Okay, bringen wir aber mal etwas Farbe ins Spiel. Ich mache hier noch meine nummerierte Liste zu Ende, habe vor jede Zeile ein Rautezeichen gesetzt und jetzt markiere ich die Worte, die ich einfarben möchte. Gehe jetzt erstmal auf Videos und Videos markiere ich als Kommentar, damit wird das grün. Bilder, ja, soll mal ein bisschen andere Farbe kriegen. PDF mache ich nochmal eine andere Farbe. Und wie ich gerade eingangs schon gesagt habe, eigentlich heißen die Farben auch noch etwas mehr, sondern ich kann halt Sachen wirklich als Kommentare oder Zitate etc. markieren. Und natürlich, wie ich das in Word auch kenne, ich kann auch spezielle Worte, die mir wichtig sind, fett machen, unterstreichen oder kursiv setzen. Das Ganze hört sich jetzt vielleicht etwas kompliziert an, ist es aber eigentlich gar nicht, wenn man sich erstmal damit auseinandergesetzt hat. Ich zeige später auch noch im Video, wie man eine PDF hochlädt. Das ist vielleicht etwas einfacher für den einen oder anderen, aber vielleicht auch nicht ganz so schön. Dazu aber später mehr. Speichern wir das Ganze und dann sehen wir auch schon in dem Bearbeitungsmodus, aha, der Text ist schön bunt geworden, aber schauen wir uns das mal wieder in der Vorschau an, wie das denn dann der Benutzer sieht. Ja, das sieht schon ganz ordentlich aus, aber nochmal zurück zum Bearbeiten, so können wir das noch nicht vorzeigen. Fügen wir noch ein Bild hinzu. Dafür gehen wir wieder auf den Button für Bearbeiten, wählen Bild, Audio, Video einfügen aus, drücken dann auf OK und ein neues Fenster öffnet sich. Ich durchsuche meinen Computer nach einem Bild, das dauert ein bisschen, deswegen beschleunige ich das Video hier mal an dieser Stelle. Ich wähle das Foto aus, drücke auf Öffnen, sehe hier auch schon den Dateinamen stehen. Okay, und dann wie immer, ich gehe auf Speichern. Es dauert jetzt ein bisschen länger als sonst, denn das Foto wird hochgeladen auf Elias. Ich beschleunige das Video wieder ein bisschen, damit wir nicht ganz so lange warten müssen. Und ich gehe dann zurück auf Seite, schaue mir das Ganze an. Und ja, da hat sich was getan, da ist was Graues. Oh, das sieht etwas groß aus. Ich scroll noch einmal nach unten, mal gucken, ob man was sieht. Ja, das ist ein Bild. Aber nee, das ist nicht so, wie ich das haben will. Also gehe ich auf Eigenschaften, drücke auf OK und passe die Größe an. Hier kann ich jetzt einfach bei Größe eine Breite angeben oder eine Höhe. Wichtig ist, dass Proportionen erhalten bleiben sollen. Da soll der Haken auch sein, sonst verzerrt das Bild. Gehe wieder nach meinen Änderungen auf Speichern. Es lädt wieder alles ein wenig. Und da sieht man nun Beethoven in ein wenig kleiner. Wunderbar. Damit wäre ich dann auch eigentlich mit dem Bild fertig. Ich möchte aber noch etwas Besonderes machen. Ich gehe auf Eigenschaften und weil wir nicht nur immer von Inklusion reden sollten, sondern es auch leben sollten, füge ich dem Bild noch eine Bildunterschrift hinzu, damit auch Menschen mit Sehbehinderung sehen können, was auf dem Bild ist, indem sie sich das vorlesen lassen können von spezieller Software. Also gebe ich da meinen Titel ein und kann auch noch einen Alternativtext anzeigen lassen, der dann angezeigt wird, wenn das Bild nicht geladen wird. Da kann ich auch einen anderen Text eintragen als die Bildunterschrift und das ist auch für Menschen mit Sehbehinderung sehr, sehr wichtig. Am Ende gehe ich natürlich wieder auf Speichern. Das Bild wird erneut reingerechnet. Ich sehe die Bildunterschrift und sehe darüber auch nochmal Beethoven. Den Alternativtext kann ich jetzt leider nicht sehen. Das könnte ich sehen, wenn ich auf rechte Maustaste klicken würde und da dann die Eigenschaften mir von dem Bild nochmal anschauen will. Aber es geht jetzt zu weit. Gut, soweit sieht das ja auch ganz schön aus. Ich möchte aber noch was ändern. Ich hätte gern das Bild neben dem Text. Dafür gehe ich nochmal in den Bearbeitungsmodus, gehe auf Eigenschaften, wähle da erstmal aus rechts ausrichten. Okay, ich möchte erstmal zeigen, was da passiert. Es dauert wieder einen Moment. Und aha, das Bild ist rechts. Wunderbar. Aber der Text ist noch nicht daneben. Dafür muss ich was anderes machen. Ich gehe wieder in den Bearbeitungsmodus zurück,
gehe unter das Bild auf Eigenschaften und muss jetzt da was anderes auswählen. Wo ist es? Etwas nach unten scrollen und dann rechts ausrichten und Text umlaufen. Das ist jetzt hier ein wenig abgekürzt. Da gehe ich jetzt wieder auf OK. Es dauert wieder einen kleinen Moment. Und ja, okay. Also der Text würde es umlaufen, aber das Bild ist an der falschen Stelle. Also gebe ich auf Verschieben nach, wähle oben unter der Überschrift das Kästchen aus und gehe auf OK. Und es dauert wieder einen Moment. Und da ist Beethoven jetzt neben dem Text. Ich schaue mir das noch einmal in der Vorschau an. Und ja, wunderbar. Das ist wunderschön, genauso wie ich es haben möchte. Gut, machen wir es noch ein bisschen schöner und fügen einen weiteren Text hinzu. Da füge ich wieder auf Bearbeiten, Text einfügen, okay. Und das altbekannte Fenster öffnet sich. Aber jetzt möchte ich mal einen Merksatz einfügen. Dafür wähle ich als Absatzformat Merksatz aus, schreibe auf Merke und denke mir was Kreatives aus. Ja, Beethoven ist in Bonn geboren. Okay, wunderbar. Kann noch ein paar andere Fakten vielleicht mir noch ausdenken. Dafür mache ich eine Liste. Die Liste ist, ja, ist wieder nummeriert. Bonn ist schön. Da ist Beethoven her. Und ja, Bonn ist südlich von Köln und immer eine Reise wert. Ja, ich kürze das ein bisschen ab. Und drücke auf Speichern. Das lädt wieder und tada, es ist ein Merksatz da, der sogar umrandet ist. Und jetzt ändere ich aber hier nochmal die Liste von einer nummerierten Liste in eine Liste mit einfach nur einer ganz normalen Aufzählung mit Punkten. Dafür ändere ich hier die Befehle von dem Raute-Symbol in den Stern. Und gehe wie immer auf Speichern und ich sehe den Unterschied. Da oben sind Punkte, da unten ist eine Aufzählung. Und ich gehe nochmal in den Merksatz rein und zeige hier nochmal kurz die anderen Optionen. Also ich könnte auch statt der Umrandung mit dem Kasten auch eine andere Darstellungsform wählen, entweder mit einem blauen Strich am Rand oder grau unterlegt, aber ich lasse es mal einfach so. Und was gehört jetzt zu so einem Merksatz immer dazu? Wir sind ja im Kontext Lernen, genau, richtig, ein kleiner Test. Aber hier soll er wirklich nur der Selbstüberprüfung dienen. Denn ich möchte jetzt eine Frage hinzufügen. Dafür gehe ich auf Frage einfügen, drücke auf OK. Und jetzt habe ich hier die Auswahlmöglichkeit zwischen verschiedenen Fragetypen. Single Choice, Multiple Choice und so weiter und so weiter. Ich möchte das jetzt gar nicht alles vorstellen. Ich gehe einfach mal auf Multiple Choice. Und als erstes gebe ich einen Titel an. Da kann ich jetzt wieder ganz kreativ werden. Und das ist noch nicht die Frage, sondern erstmal nur ein Titel für die Frage. Was das ist, was der Unterschied ist, sehe ich gleich. Ich nenne es mal Mini-Quiz. Das ist nicht so spannend, deswegen mache ich da mal ganz viele Sets hin und kann mir jetzt da eine kreative Frage ausdenken, die nochmal das Wissen, was ich auf der Seite erlernt habe, überprüft. Als Selbstüberprüfung ist das Ganze gedacht. Ich als Ersteller, als Autor dieser Frage kriege kein Feedback darüber, sondern das Feedback soll wirklich nur an den Leser des Lernmoduls oder an den Lerner des Lernmoduls gehen, der sein Wissen da selbstständig überprüfen kann. So, und was gehört nun alles zu einer Frage dazu? Natürlich auch eine Antwort. Dafür gehe ich weiter runter, gebe eine Antwortmöglichkeit an. Da kann ich kreativ werden und so viele Antwortmöglichkeiten angeben, wie ich will. Ich lasse das erstmal bei 1, 2 oder 3 und schreibe da mal eine Antwort hin. Dann ist noch wichtig, natürlich zu sagen, was ist eine richtige Antwort, was ist eine falsche Antwort. Das mache ich über die Punktevergabe. Wenn derjenige diese Antwort ausgewählt hat, kriegt er einen Punkt. Das heißt, die Antwort ist richtig. Wenn er sie nicht ausgewählt hat, bekommt er 0 Punkte. Beim nächsten mache ich es genau umgekehrt. 0 Punkte, wenn die Antwort ausgewählt ist und einen Punkt, wenn es nicht ausgewählt ist. Gut, ich füge noch eine Antwort hinzu und dann gebe ich noch die Anzahl der Versuche an. Da kann ich alles auswählen, was ich möchte. Ich könnte auch 1000 auswählen, aber das will ich gar nicht. Ich gebe da mal 11 an, das habe ich schon mal gemacht. Das ist eine kölsche Zahl, wunderbar. Sachen auch Antworten mischen, das ist auch schon ausgewählt, damit nicht immer die Antworten gleich sind. So,
Dann gehe ich hier noch einmal auf Zurück, nachdem ich auf Speichern geklickt habe und sehe mir das Ganze mal in der Vorschau an. Es dauert wieder ein bisschen. Und da sehe ich, ja, eine Frage. Unter Beethoven versteckt ist noch das Fragezeichen. Ich gehe mal auf Vorschau, mal gucken, ob man es da sieht. Ja, Beethoven ist über alles. Das Fragezeichen ist verdeckt, aber die Frage ist zu sehen. Und ich sehe auch, das ist eine Multiple-Choice-Frage. Ich kann da Häkchen an mehreren Antworten machen und gehe dann auf Auswerten am Ende, wenn ich das alles gemacht habe. Und da gibt es das Feedback. Das ist rot markiert, da ist wohl noch was falsch. Okay, ich mache ein Häkchen weg, probiere nochmal aus. Ja, und ja, jetzt ist alles richtig grün markiert. Wunderbar. Frage bestanden. Lernmodul bestanden, wird als richtig angezeigt, dann kann es jetzt weitergehen. Und es geht weiter mit Weiterleitungen. Weiterleitungen werden auch Links genannt. Dafür gehe ich wieder in den Text rein, sage Bearbeiten und wähle das Wort aus, das ich verlinken möchte, gehe dann auf XLN, das heißt externer Link. Da steht auch das Wort, das ich verlinkt habe, in diesem kryptischen Code drin. Hier ist das nochmal markiert. Und davor steht irgendwo URL gleich HTTP, Doppelpunkt und so weiter. Da füge ich jetzt den Link ein, zu dem ich verlinken möchte. Jetzt nehme ich einfach mal die Uni Köln als Adresse und sage dann speichern wie immer. Und das ist es auch schon. Und der Link ist aktiv. Ich sehe das jetzt auch hier in der Voransicht. Medien ist blau unterlegt und unterstrichen. Und wenn ich da draufklicke, komme ich zur Website der Uni Köln. Wunderbar, ich gehe wieder zurück und möchte noch eine zweite Art der Verlinkung anzeigen. Dafür gehe ich wieder auf Bearbeiten. Na, das war falsch, wieder zurück. Man muss natürlich immer auch schauen, dass man das richtige Feld bearbeiten möchte. Also unter den Text bearbeiten. Und jetzt lösche ich das Ganze mal von gerade. Schreibe wieder neue Medien hin und markiere das wieder. Und jetzt gehe ich mal auf ILN. Das ist ein interner Link und so kann ich Seiten in meinem Lernmodul miteinander verlinken. Da sage ich auch wieder speichern. Ilias öffnet die Vorschau, Medien ist wieder blau unterlegt und wenn ich draufklicke, komme ich auf eine Seite des Lernmoduls. Machen wir weiter mit weiteren Seiten. Dafür gehe ich in der Navigation auf das Kapitel und dann komme ich hierher, gehe auf das Plus. Gebe an, wie viele Seiten ich noch hinzufügen möchte. Und wie eben auch, kann ich die Seiten dann auch benennen. Und wenn ich das alles gemacht habe, gehe ich auf Speichern. Es dauert einen Moment und ich sehe oben in der Navigation, es hat sich was getan. Die Seiten sind umbenannt, die ich umbenannt habe. Okay, gehen wir einmal auf so eine neue Seite und fügen ein Video hinzu. Dafür gehen wir auf Bild, Audio, Video einfügen. Wählen das aus, drücken auf OK. Ilias lädt kurz. Und da sind wir auch schon. Gehen auf Datei, durchsuchen, dann wähle ich eine Datei von meinem Rechner aus. Die muss ich jetzt erstmal suchen. Da ist Videos, wähle die Datei aus, sage öffnen und da ist auch schon der Dateiname und da steht drunter maximal 300 MB. Jetzt muss ich noch einmal schauen, gehe nochmal auf Durchsuchen, gehe in eine andere Ansicht. Das kann bei Windows jetzt leicht anders aussehen. Ich bin hier auf einem Mac und ich sehe hier, die Datei ist 1,47 GB groß. Das wird etwas zu groß sein, das funktioniert nicht. Also muss ich mich nach einer Alternative umschauen. Oder dieses Video komprimieren. Dafür nutze ich am besten VLC oder QuickTime oder ein ganz anderes Programm. Das erspare ich euch aber. Deshalb kürze ich hier einmal das Video und wähle einfach ein anderes Video aus. Dafür gehe ich wieder bei mir in meine Ordnerstruktur und klicke ein bisschen rum. Das dauert ein bisschen, bis ich mich zurecht gefunden habe. Ja, diese Datei, die ist nur etwas über 300 Kilobyte groß. Das passt, das sind weniger als 300 Megabyte. Wähle aus, gehe auf Speichern und Ilias lädt die Datei hoch. Wenn das Video etwas größer ist, dauert dieser Vorgang auch etwas länger. Hier sollte es aber relativ schnell gehen, das Video ist klein und der Vorgang war auch erfolgreich. Jetzt gehe ich nochmal auf die Einstellung von diesem Video, schauen wir es hier nochmal an, ändere den Titel der Datei. Das ist ganz wichtig, damit ich mich später auch noch zurechtfinde, wenn es mehrere Videos werden. Und da ist noch die Größe angegeben. 500 mal 400 ist das Video jetzt groß. Ich mache es etwas größer. 600 mal, den Wert lasse ich aus. Das macht er automatisch, weil proportional ausgewählt ist. Dann kann ich hier noch einen Vollbildmodus auswählen. Wenn man auf die Datei
klickt, auf dieses Video klickt, dann wird diese jetzt gerade nicht im Vollbildmodus angezeigt. Wer das aber gerne möchte, kann das hier einstellen. Also wieder zurück auf Seite, da kommt das Video. Das Video lädt erst noch mal ein bisschen, das ist jetzt hier noch schwarz. Da kommt aber gleich das Video. Und ich drücke auf Play und da zirpt auch schon die Grille. Wunderbar, so sollte es sein. Ich drücke wieder auf Pause und schauen wir es nochmal an. Ja, da fehlt noch was. Ich setze noch eine Überschrift darüber. Dafür gehe ich auf Text einfügen, sage OK. Und dann lande ich wieder in dem Bearbeitungsmodus für Text, den ich auch schon kenne. Und kann hier meinen Text einfügen, kann den oben über Absatzformat als Überschrift markieren oder kann auch ganze lange Passagen hiermit einfügen. Und am Ende schaue ich mir das wie immer einmal im Vorschau-Modus an. Das sieht auch gut aus, funktioniert. Dann kann ich auf die nächste Seite gehen und die bearbeiten. Dafür gehe ich jetzt auf Dateiliste einfügen und zeige mal hier etwas Neues. Ja, das wähle ich aus. Drücke auf OK. Elias lädt wieder. Und jetzt kann ich hier eine Datei oder auch mehrere Dateien auswählen, die ich zum Download anbieten möchte. Das können auch Videos sein, können aber auch PDFs sein, Word-Dokumente oder auch ganz andere Dateien, Photoshop, was auch immer. Das kann da hochgeladen werden und von den Lesern, Lernern runtergeladen werden. Je nach Dateigröße dauert das natürlich wieder ein bisschen. Und dann sieht das Ganze so aus. Ich gehe in den Vorschau-Modus wieder rein. Hier ist der Link, unter dem man dann die Datei findet. Man sieht auch direkt die Dateigröße. Das Ganze sieht vielleicht noch nicht ganz so schön aus. Deswegen möchte ich einmal zeigen, wie man eine PDF etwas eleganter hochladen kann. Dafür gehe ich auf Bild, Audio, Video einfügen. Wähle die Datei aus, sage Öffnen. Und dann muss ich noch eine Besonderheit machen. Ich muss auf Größe anpassen gehen. Da gebe ich dann eine Größe für das Dokument an, also für die PDF an. Da empfiehlt sich so ein Wert für die Breite um die 500 und für die Höhe so um die 1100, wenn ich das Dokument im Hochformat habe. Am Ende muss ich natürlich wieder speichern. Die Datei wird hochgeladen. So, dann schaue ich mir das Dokument mal im Vorschau-Modus an. Gehe auf Zurück. Und hier lädt das Dokument, je nachdem kann das mal etwas länger dauern, wenn das Dokument etwas größer ist und viele Bilder beinhaltet. Aber da ist es auch schon, die Breite passt soweit. Hier bei dem zweiten nicht, das sollte dann nochmal bearbeitet werden. Da muss ich immer schauen, dass die Maße ungefähr auf das Dokument passen und da muss ich je nachdem mal ein bisschen rumjustieren und das nochmal korrigieren. Unten sehe ich auch, das Dokument ist zu lang, da ist ein grauer Bereich. Das sollte man auf jeden Fall dann auch nochmal ändern. Ich lasse es jetzt aber einfach mal so, weil ich es ja nur kurz demonstrieren wollte. Also wieder zurück zum Lernmodul und auf die nächste Seite. Gut, gehen wir über die Navigation in das nächste Kapitel und fügen hier ein paar Seiten hinzu. Sagen wir mal ja, 8 Seiten, das dauert ein bisschen. Und da sind sie aber auch schon. Ich gehe einfach mal auf eine der Seiten, gehe auf die erste und ich sehe, die Seite ist wieder leer und ich kann wieder wie üblich Texte, Bilder und andere Sachen einfügen. So einfach geht das. Machen wir mit einem anderen Feature weiter. Wir fügen noch einmal eine Frage hinzu, diesmal aber auf eine etwas andere Variante. Dafür gehen wir wieder auf Frage einfügen an eine freie Stelle und wählen jetzt mal Hotspot. Image Map aus, sagen Speichern, es dauert wieder einen kleinen Moment und ein neues Menü tut sich auf. Ich gebe einen Titel wieder an und eine Frage, wie gehabt. Aber jetzt füge ich auch noch ein Bild ein. Dafür muss ich wieder ein bisschen auf meinem Rechner suchen und wähle dieses wunderschöne Bild hier aus. Ja, wo ist es? Da oben. Genau, wähle das aus, sag Öffnen und da ist auch schon der Dateiname. Jetzt gehe ich wieder nach oben, gebe die Frage dazu ein und wenn ich die Frage eingegeben habe, gebe ich noch einen Titel ein. Der wird später nicht angezeigt, ist aber für mich ganz wichtig, um später die
Frage wiederzufinden. Gehe auf Speichern. Die Datei, also das Bild wird hochgeladen. Das kann Ihre Internetleitung und Bildgröße wieder ein bisschen dauern. Hier geht das relativ flott. Hier wird das Bild angezeigt. Wunderschön, die Biene ist da. Und jetzt ist das Ganze ein bisschen anders als eben. Ich gebe jetzt keine Antworten in Textform ein, sondern kann jetzt Regionen auf dem Bild markieren, die richtig sind oder die eine mögliche Antwort sind. Dafür habe ich verschiedene geometrische Symbole als Auswahlmöglichkeit. Und jetzt muss ich diese Regionen auf dem Bild markieren. Ich mache das jetzt mal hier mit einem Kreis, wähle den Mittelpunkt vom Kreis aus, dann den Radius. Sollte ich vielleicht auch nicht zu groß und nicht zu klein wählen, da muss ich ein bisschen experimentieren, was für den Benutzer noch gerade so passt. Ja, da ist der Kreis, diese Region markiert. Kann jetzt noch einen Namen für diese Region benennen. Nenne das jetzt mal Biene. Und danach gehe ich auf Speichern. Und es dauert wieder einen kleinen Moment, bis das die Änderungen gespeichert sind. Aber sehe ich hier, ja, da ist die Biene markiert. Und da sind die Koordinaten. Und jetzt kann ich noch eine zweite Region angeben. Habe jetzt mal eine andere geometrische Form ausgewählt. Und das kann ich mit so vielen Antwortmöglichkeiten machen, wie immer ich möchte. Je nach Größe vom Bild und je nach Thema macht das vielleicht Sinn, wirklich mehrere Antwortmöglichkeiten zu geben. Und das Schöne ist, das zeige ich jetzt gleich, ich kann auch komplett freie Formen bilden und muss mich nicht an sowas wie einen Kreis oder an ein Dreieck, Viereck oder was auch immer binden, sondern kann komplett frei zeichnen und vielleicht so ganz feine Strukturen nachgehen, was ich hier gerade mache. Und am Ende gebe ich wieder einen Namen für dieses Feld ein, drücke auf Speichern und speichere dann die ganze Frage, schaue mir das einmal an, indem ich auf Zurück gehe. Und da ist das Bild mit der Biene. Wenn ich über die Biene drüber gehe, merke ich auch, aha, da ist irgendwas markiert. Genauso, wenn ich auf die Blüte gehe oder wenn ich hier auf den Stiel gehe, da ist etwas. Okay, probieren wir das einmal aus. Gehen wir in den Vorschau-Modus, um die Frage einmal zu testen. Da ist das Bild wieder. Und wenn ich jetzt auf die Blüte klicke, dann auf Auswerten und ich sehe, das war leider falsch. Schade, ich habe auch keine weiteren Versuche mehr, das habe ich eben nicht eingestellt. Ja, die Biene wäre richtig gewesen, leider lag ich daneben. Gut, man sieht, das ist ein bisschen frustrierend, ich kann jetzt nicht nochmal klicken, deshalb empfehle ich euch wirklich, gebt den Leuten mehr als eine Chance, die richtige Lösung zu finden. Apropos richtige Lösung, über die Punkte setze ich wieder fest, welche Antworten richtig sind und welche falsch. Für die richtigen Antworten gibt es einen Punkt, für die falschen 0. Wie man gerade schon hört, der Plural. Es können auch mehrere Antworten richtig sein. Das kann ich hier genauso einstellen wie bei einer Multiple-Choice-Frage. Diese Fragenart eignet sich besonders gut, um zum Beispiel Regionen zu überprüfen. Wo befindet sich die Region im Gehirn, die für das Sprechen zuständig ist? Oder wo befindet sich die Hauptstadt von? Oder. Da könnt ihr ganz kreativ werden. Aber machen wir erstmal in diesem Video kreativ weiter und fügen eine andere Fragenform ein. Dafür gehen wir auf eine neue Seite und wählen wieder aus Frage einfügen, drücken auf OK und das Menü öffnet sich wieder für die Fragen. Und da wähle ich jetzt eine Zuordnungsfrage aus und drücke dann auf Speichern und ein neues Menü öffnet sich. Und hier habe ich wieder, wie gehabt, einen Titel, den gebe ich ein, um die Frage später wiederzufinden und gebe dann eine Frage ein und anschließend dann Antwortmöglichkeiten mit Antworten, die zusammengehören, wie zum Beispiel hier Maya und Willi, die gehören zusammen. Das muss ich jetzt unten auch noch bei den Zuordnungspaaren auswählen, das ist Definition 1, das ist in dem Falle Maya und Term 1, das ist in dem Fall Willi, dass die zusammengehören. Das kann ich mit ganz vielen Paaren machen. Das mache ich jetzt einfach mal hier und lasse das Video mal wieder ein bisschen schneller laufen, damit ihr nicht zu lange vor der Glotze sitzt. Und wie bei jeder Frage muss ich auch richtige Antworten bepunkten. Das mache ich da unten wieder. Kann auch falsche Antworten wieder mit Minuspunkten bepunkten. Das lasse ich hier aber weg.
Und auch wie bei allen anderen Fragen ist es wichtig, dass ich die Anzahl der Versuche angebe. Hier lasse ich es mal auf 1 stehen und gehe auf Speichern. Zuordnungsfragen eignen sich übrigens besonders gut, um Zusammenhänge abzufragen. Aber bevor wir das abfragen, schauen wir uns das erstmal selber an, gehen wieder zurück in die Vorschau und gucken uns das mal an, wie der Benutzer das dann am Ende sieht. Und da sehen wir eine Auswahl, Maya, und da kann ich jetzt dahinter auf dieses Auswahlfeld drücken, wähle da jetzt etwas aus. Eva gehört zu Maya, sind beides Frauen, und Adam gehört zu Willi, sind alles Männer. Papa gehört zu Mama. Ah, da ist wohl was falsch. Vielleicht sollte ich da auch nochmal über die Frage nochmal etwas genauer nachdenken und ändere das mal. Maya gehört zu Willi, Adam gehört zu Eva, Papa gehört zu Mama. Alles richtig, wunderbar. Nach diesem Erfolgserlebnis machen wir auch gleich weiter und fügen eine weitere Frage hinzu. Dafür gehen wir wieder auf Frage einfügen. Okay, das kennen wir soweit auch schon. Dann wählen wir jetzt etwas Neues aus, was wir noch nicht kennen, nämlich Begriffe benennen. Drücken auf Speichern. Die Frage öffnet sich und ich kann mich wieder wiederholen. Ich gebe wieder einen Titel an, um die Frage später wiederzufinden und anschließend eine Frage und natürlich auch ein paar Antworten, die ich dann natürlich auch gleich wieder bepunkten muss. Hier muss ich allerdings nur richtige Antworten angeben und kann über die Punkte eine Gewichtung reinbringen. Also Punkte, die besonders richtig sind, die kriegen auch besonders viele Punkte. Punkte, die vielleicht nicht ganz so richtig sind, bekommen ein paar weniger Punkte. Distraktoren, also falsche Antworten, muss ich hier nicht angeben bei diesem Fragentyp. Aber was ich angeben kann, ist eine Anzahl der erwünschten Antworten. Damit lege ich fest, wie viele Antworten der Benutzer geben soll. Wenn ich jetzt eine Liste von 5 Begriffen habe, sollte er mir vielleicht 3 nennen. Das schaue ich mir auch nochmal an, gehe zurück und hier ist die Frage. Ich habe jetzt nur eine Antwort ausgewählt, der Benutzer soll nur eine Antwort geben, das probiere ich mal. Da gebe ich jetzt einfach mal was ein. Ich gebe ich ein, gehe auf Auswerten und Elias sagt, das ist leider falsch. Hier sind die richtigen Antwortmöglichkeiten. Richtige Antwortmöglichkeiten sind deshalb da, weil das Ganze ja auch nur zur Selbstüberprüfung dienen soll und kein echter Test ist. Ich gehe jetzt aber nochmal zurück auf die Einstellungen von dieser Frage. Dafür gehe ich auf Bearbeiten, okay. Elias lädt. Und da zeige ich einmal ganz kurz, ich kann auch als Feedback etwas anderes angeben. Da könnte ich zum Beispiel schreiben, ja, das war nicht ganz so richtig, aber versuche es bitte noch einmal. Oder ich lasse es einfach bei dem Standardtext, wie ich es hier in diesem Beispiel mache. Anzahl der Versuche setze ich mal ein bisschen höher. Ich gehe mal auf 300 und Anzahl der erwünschten Antworten gehe ich auch mal ein bisschen höher. Da gehe ich mal auf 2. Ja, auf 2. Und dann am Ende sage ich wieder speichern. Das Ganze dauert natürlich wieder ein bisschen beim Hochladen. Gehe zurück. Ja, auch das dauert wieder. Und da ist auch schon die Frage mit allen Änderungen. Ich gehe wieder auf den Vorschau-Modus und kann das da ausprobieren. Sage, das ist toll, Elias. Sage, das ist toll, ich. Gehe auf Auswerten. Und Elias sagt mir, da ist ein Fehler. Dann ändere ich mal ich in Schoki. Auch das ist falsch. Aber wenn ich jetzt Schokolade schreibe, dann ist das Ganze richtig. Und außerdem sagt mir Elias noch, diese Punkte wären auch noch richtig gewesen. Gut, also machen wir weiter. Wir machen weiter mit noch einer Frage. Wir gehen auf Frage einfügen, okay, und dann wählen wir einen neuen Fragetyp aus der Liste. Und wir nehmen jetzt eine Anordnungsfrage. Davon gibt es zweierlei, einmal vertikal, einmal horizontal. Die unterscheiden sich eigentlich nur in der Orientierung. Deshalb beschränken wir uns jetzt mal auf vertikal, gehen auf Speichern. Elias lädt diesen Fragetyp ein. Und wir haben wieder die Ansicht, die wir kennen. Da ist ein Titel, den müssen wir angeben. Das sagt auch dieser rote Stern. Alle rot markierten Felder sind Pflichtfelder. Geben anschließend eine Frage ein. Und natürlich auch wieder eine Anzahl der Versuche. Damit nehmen wir wieder 11. Dann müssen wir jetzt die Maximalpunktzahl angeben. Der Wert darf nicht 0 sein, muss höher sein. Geben wir mal 1 ein. Und dann müssen wir die Antwortmöglichkeiten auswählen. Und hier ist auch schon direkt die Hierarchie angegeben, in der nachher die Punkte als richtig gewertet werden. Und da mache ich jetzt einfach mal als Beispiel 1, 2, 3, 4, 5, 6. Und diese Zahlen sollen sortiert werden. Das schreibe ich auch als Aufgabe in die Frage rein. Und anschließend drücke ich auf Speichern. Elias speichert das Ganze. Das dauert wieder einen kleinen Moment. Geht aber relativ flott. Und ich gehe auf Zurück.
Und da sehe ich die Zahlen kunterbunt gemischt. Gehe auf Vorschau und kann jetzt hier die Zahlen in die richtige Reihenfolge bringen. Dafür nehme ich einfach eine Zahl und ziehe sie an die Stelle, wo ich denke, dass sie hingehört. 1, 2, 3, ja, da stimmt es nicht so ganz. Vielleicht soll ich das mit dem Zählen nochmal üben. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Und ich gehe wieder auf Auswerten und Elias sagt mir, es ist richtig. Wunderbar. Kann ich doch bis 6 zählen. Dann sollten wir auch weitermachen mit ein paar grundlegenden Sachen in diesem Lernmodul. Zu Beginn des Videos sagte ich irgendwann einmal, dass ich im Formularmodus arbeite. Das heißt, ich habe hier diese Boxen wie Text einfügen und dann dieses Auswahlmenü und sage dann, okay, ihr habt das vielleicht in dieser Ansicht, das ist der JavaScript-Modus. Und hier müsst ihr einfach auf diese grauen Schaltflächen klicken und habt da auch dieses Auswahlmenü. Hat eigentlich den Nachteil, dass ich das auf einem Tablet nicht ganz so gut bedienen kann wie diesen Formularmodus. Das ist auch der Grund, weshalb ich den Formularmodus verwende. Schauen wir uns mal eine Seite in dem JavaScript-Modus an. Die Seite, die wir eben erstellt haben. So sieht das Ganze dann aus. Also grundsätzlich sieht das relativ ähnlich aus. Gehen wir wieder zurück, Bearbeitungsmodus, und wählen den Formularmodus aus. Das ist der Modus, den ich am liebsten habe. Kommen wir nun zum Ende und schalten das Lernmodul online. Das geht auch sehr schnell. Dafür gehen wir in Einstellungen, machen bei online einen kleinen Haken, können uns die restlichen Einstellungen noch einmal anschauen, aber ich würde sagen, wir ignorieren die bei diesem Video einfach, weil das ist dann doch zu viel. Gehen auf Speichern. Und tada, Änderungen wurden übernommen. Wir gehen auf Inhalt und gehen nochmal eine Ebene zurück und schauen uns das Werk an. Da ist das Lernmodul. Eben stand hier noch in Rot Offline daneben, das ist jetzt weg. Wir sehen das auch nochmal hier in den Einstellungen. Aber jetzt müssen wir erstmal in die Gruppeneinstellung, weil es ist noch immer nicht für jeden verfügbar, weil die Gruppe noch geschlossen ist. Dafür gehen wir auf Gruppe. Hier können wir die Gruppe als eine öffentliche Gruppe deklarieren. Das wollen wir aber eigentlich gar nicht, weil dann kann wirklich jeder auf die Gruppe zugreifen. Wir wollen es ja nur im Rahmen eines Seminars online schalten und deswegen sagen wir wieder geschlossene Gruppe. Und ändern aber das Beitrittsverfahren und sagen direkter Beitritt. Das heißt, jeder kann wirklich direkt auf den Inhalt dieser Gruppe zugreifen, ohne dass er eine Einladung braucht. Und hier können wir uns auch nochmal die anderen Einstellungen anschauen und ignorieren und gehen einfach auf Speichern. Gehen danach wieder zurück auf Inhalt. Und hier sehen wir nochmal alles, was an Inhalt hochgeladen ist in der Gruppe. Das ist nur unser Lernmodul. Gehen mal auf Mitglieder und schauen uns an, wer alles Zugriff auf die Gruppe bisher hat. Das ist momentan noch etwas übersichtlich, aber da werden nach und nach mehr Leute auftauchen, die aus dem Seminar auf den Inhalt der Gruppe und somit auch auf das Lernmodul zugreifen werden. Wenn ich jetzt zurück auf Kursebene gehe, sehe ich hier, es gibt die Rolle des normalen Mitglieds, des Administrators und des Tutors. Ich bin hier als Tutor angemeldet und noch jemand anders. Und als Tutor kann ich Lernmodul erstellen und editieren. Die Rollen selber werden vom Dozenten angelegt und verwaltet. Das kann ich selber nicht als Tutor machen. Und noch ein Hinweis zur Bildersuche. Ich gehe hier mal auf eine bekannte Suchmaschine namens Google, gehe da auf die Bildersuche und gebe da meinen Suchbegriff ein. Ich nehme mal die Uni Köln, gehe auf Suchen und jetzt sehe ich hier zahlreiche Bilder, die ich teilweise gar nicht verwenden darf aus rechtlichen Gründen. Das kann ich ändern, wenn ich auf Nutzungsrechte gehe und da die Einstellung vornehme zur nicht kommerziellen Wiederverwendung gekennzeichnet. Dann kann ich diese Bilder auch in meinem Lernmodul verwenden und bin rechtlich auf der sicheren Seite. Zu guter Letzt möchte ich euch noch zeigen, wie man das Lernmodul evaluieren kann. Dafür fügen wir ein neues Objekt der Gruppe hinzu, und zwar einen Test. Und der Test, dem gebe ich wieder einen Namen und der verhält sich ansonsten eigentlich genauso wie die Fragen, die wir eben schon mal angelegt haben. Ich nenne jetzt diesen Test mal Prätest als Vortest. So kann ich dann nachher überprüfen, was die Lerner im Lernmodul wirklich gelernt haben. Es gibt dann später auch noch einen Posttest, der die gleichen Fragen beinhaltet und die kann ich dann einfach miteinander vergleichen und dann habe ich den Lernerfolg gemessen. Gut, aber erstmal hier zu diesem Testfragebogen. Das sieht auch alles sehr altbekannt aus. Ich kann den wieder online schalten, ich kann
ganz, ganz viele Einstellungen vornehmen. Ich kann zuerst den Test erklären, das mache ich jetzt hier gerade, bitte erledige den Test sorgfältig und kann auch noch eine abschließende Bemerkung hinzufügen, da kann ich mich nochmal bedanken für die Testteilnahme. Gut, wenn ich das alles gemacht habe, dann geht es weiter und zwar mit relativ altbekannten Mitteln. Ich kann wieder eine Frage erzeugen und kann hier eine Auswahl tätigen zwischen Single-Choice, Multiple-Choice und. Die meisten Dinge davon habe ich eben schon vorgestellt. Es kommt hier nochmal ein paar extra Fragentypen, die wir aber gar nicht für unser Lernmodul hier brauchen. Da könnt ihr euch einfach mal selber durchtesten. Jetzt habe ich wieder eine Frage erstellt und das verhält sich genauso wie vorhin. Deswegen kann ich hier ganz schnell weitergehen und möchte euch damit gar nicht weiter langweilen. Also gehe ich zurück zur Gruppe und möchte euch hier noch ein Feature zeigen. Ich gehe auf Seite gestalten und jetzt kann ich diese Seite, wo das Lernmodul drin liegt und der Test und vielleicht noch andere Medien, die kann ich noch ein wenig gestalten. Ich sage jetzt mal Text einfügen und schreibe jetzt einen kleinen Text, mit dem ich erkläre, wie dieses Lernmodul oder diese Gruppe vor allen Dingen, wie die zu bearbeiten ist. In welcher Reihenfolge die einzelnen Items zu bearbeiten sind, kann auch nochmal einen Begrüßungstext schreiben und kann vielleicht auch nochmal ein paar Tipps geben zur Bearbeitung. Und wie man sieht, ist das alles keine Hexerei, da schon das fertige Resultat. Jetzt möchte ich noch die einzelnen Items, die hier unten sind, in eine andere Reihenfolge bringen, weil ansonsten ist es vielleicht doch ein bisschen verwirrend. Und dafür gehe ich in Einstellungen rein, Einstellungen der Gruppe, sage da manuell sortieren, gehe wieder auf Speichern und jetzt, ja, auf den Inhalt muss ich jetzt wieder zurückgehen und jetzt kann ich den Inhalt der Gruppe in der Reihenfolge verändern. Jetzt zeige ich erstmal, wie es nicht geht. Hier ist die Einstellung, wenn ich auf Aktionen gehe, verschieben. Da zeige ich mal ganz kurz, was da passiert. Nicht nachmachen. Und zwar kann ich jetzt dieses Lernmodul in einen anderen Kurs packen. Das mag vielleicht auch mal hilfreich sein, wenn ich ein schönes Lernmodul vielleicht woanders einmal vorstellen möchte. Aber das ist jetzt gar nicht das, was ich hier gerade zeigen will. Deswegen wieder zurück. Und in der Gruppe auf den Inhalt, da sind wir auch schon, gehen da auf Sortierung. Und in dem Menü jetzt kann ich die Reihenfolge der einzelnen Gegenstände verändern, indem ich einfach die nach Zahlen sortiere. Ich sage jetzt, Prätest hat die Zahl 5. Beim Lernmodul lasse ich den Wert noch auf 10. Und wenn ich dann auf Speichern gehe, dann sehe ich, die Reihenfolge hat sich verändert. Und ich kann so wunderbar all meine Gegenstände in der Gruppe sortieren. Ich möchte euch noch eine weitere Art zeigen, wie man ein Lernmodul evaluieren kann. Dafür sage ich neues Objekt erzeugen und gehe jetzt mal auf Umfrage. Und es sieht wieder sehr ähnlich aus wie bei den Fragen und das ist es auch. Da muss ich jetzt die Umfrage wieder benennen. Nennen Sie jetzt einfach mal Umfrage und Beschreibung, ja, kann ich angeben, muss ich nicht. Und gehe dann auf Umfrage erzeugen. Ich komme dann zu den Einstellungen der Umfrage. Da kann ich jetzt ganz viel einstellen, unter anderem auch, ob die Umfrage anonym sein soll oder nicht. Und. Und natürlich muss ich die Umfrage hier auch wieder online schalten. Das zeige ich aber gar nicht, denn das wisst ihr schon alles. Was ihr auch schon alles wisst, ist, wenn ich jetzt auf Fragen gehe, kann ich wieder Fragen erzeugen. Und die Fragen sind wieder sehr, sehr ähnlich wie eben. Deshalb muss ich hier auch gar nicht mehr so viel erklären. Ich gehe das jetzt mal ganz schnell durch und zeige euch dann das fertige Resultat. Und wie man hier sieht, da ist die Frage. Und ich habe da drüber und darunter wieder schattierte Flächen, die kenne ich auch noch von eben. Da kann ich nämlich weitere Fragen auf eine Seite hinzufügen, wie bei einem echten Fragebogen. Kann aber auch Texte einfügen, die vielleicht nochmal einen Hinweis geben, worauf ich eigentlich hinaus will. Ich kann da auch weitere Seiten hinzufügen und so meine Fragen sortieren. Ich lasse das Video jetzt einfach mal ein bisschen schnell laufen, weil das kennt ihr schon alles. Es ist relativ ähnlich zu dem, was wir eben alles gemacht haben. Jetzt gehe ich einfach nochmal auf Vorschau. Und auch hier, so sieht das aus, was jetzt noch anders ist als eben bei den Fragen. Ich sehe hier oben, wie weit ich in der Umfrage bin. Ich habe jetzt 50% geschafft.
Jetzt die letzte Frage, danach 100%, sag Umfrage beenden und am Ende kann dann noch ein Text angezeigt werden, der von mir erstellt wurde. Hier ist das jetzt der Standardtext. Das war es soweit auch schon. Ich schmöker noch ein wenig in den Einstellungen von dem Lernmodul rum und wünsche euch viel Spaß und Erfolg beim Ausprobieren. Und ich bin mir sicher, dass ihr auch ein spannendes und lehrreiches Lernmodul erstellen könnt in Elias. Viel Erfolg dabei! Zu guter Letzt möchte ich euch noch ein Lernmodul zeigen, das ich erstellt habe. Hier sieht man erstmal die Einführungsseite, wo ich noch einmal kurz dem Benutzer erkläre, wie er sich durchs Lernmodul klicken kann. Wie man hier auch schon sieht auf dieser Seite, ich arbeite mit verschiedenen Boxen, die unterschiedliche Farben haben. Und die Farben haben auch jeweils eine Bedeutung, die sich dem Benutzer dann auch erschließt. Ich habe außerdem Videos eingebunden. Manche der Videos kann man nicht nur abspielen, sondern unter den Videos drunter sind auch noch Fragen zur Selbstüberprüfung. Da habe ich Multiple-Choice-Fragen verwendet und auch noch ein paar Fragen, die etwas interaktiver sind. Außerdem habe ich natürlich Infotexte mit ein paar netten Bildchen und natürlich auch PDFs. Außerdem habe ich in dem Ordner, wo mein Lernmodul liegt, einen Evaluationsbogen hinterlegt, dem ich nicht das Wissen abfrage, sondern um ein Feedback bitte. Und dieses Feedback ist besonders wichtig, weil ich das Lernmodul immer weiterentwickeln kann, auch wenn schon die ersten Benutzer das Lernmodul sich angeschaut haben.